Willkommen bei Wildes Münster. Ich bin Elisa und wir sind heute im Alvetta-Zoo bei den Orang-Utans. Orang-Utans, die größten heute noch lebenden Baumsäugetiere und einzigen großen Menschenaffen Asiens. Orang-Utan ist ein malaiisches Wort und bedeutet Waldmensch. Früher glaubten die Bewohner in der Heimat der Orang-Utans, dass sie Menschen sind, die nicht sprachen und sich im Wald versteckten, weil sie befürchteten, arbeiten zu müssen. Die Heimat der Orang-Utans ist klein. Es gibt drei Arten von Orang-Utans, die nur noch auf zwei Inseln in Südostasien vorkommen. Zwei davon kommen auf der Insel Sumatra vor, wobei die eine Art, Pongo tapanuliensis, erst 2017 entdeckt wurde. Die dritte Orang-Utan-Art kommt auf der Insel Borneo vor. Diese, wie die Insel benannte Art, lebt auch im Alvetta-Zoo, der Borneo-Orang-Utan. Orang-Utans unterscheiden sich von anderen Menschenaffen vor allem durch ihr rostfarbenes Fell und den an die Lebensweise in den Baumkronen stärker angepassten Körperbau. Sie sind nämlich die einzigen richtigen Baumbewohner unter den Menschenaffen. Am Boden kommen sie nur sehr langsam voran und laufen auf allen Vieren. Im Vergleich zu den auf Sumatra lebenden Orang-Utans unterscheiden sich Borneo-Orangs durch ihren etwas kräftiger und stämmigeren Körperbau und ihren kürzeren und dunkleren Fell. Borneo-Orangs haben außerdem helle Augenringe bis ins Erwachsenenalter. Achte mal darauf, wenn du das nächste Mal zu Besuch im Alvetta-Zoo bist. In ihrer Heimat bewohnen sie die Kronen der Urwaldriesen in Tieflandregenwäldern. Die Höhe bietet ihnen Schutz vor Parasiten und Raubtieren, wie dem Tiger auf Sumatra, dem Sundanebelpaler, der aber nur Orang-Jungtieren und Weibchen gefährlich wird, oder manchmal auch Krokodilen, und verwilderte Hunde sind auch eine Bedrohung für die asiatischen Menschenaffen. Orang-Utans haben sehr lange Arme, die eine Spannweite von knapp über 2 Meter erreichen können, wenn man von Fingerspitze zu Fingerspitze misst. Mit ihren langen Armen können sie sich geschmeidig von Ast zu Ast hangeln. Häufig benutzen sie auch Lianen als Schwingseile, wenn es mal etwas schneller gehen soll. Manchmal krümmen sie auch durch heftige Schaukelbewegungen den Baum so stark, dass sie auf diese Weise zum nächsten Baum wechseln können. Zum Klettern haben sie quasi 4 Hände, da ihre Füße fast 4 Hände gebaut sind, sogenannte Greiffüße. Durch ihre verkürzten Daumen können sie nämlich auch ausgezeichnet um Äste herumgreifen. Tatsächlich verbringen Borneo-Orangs mehr Zeit auf dem Boden als Sumatra-Orangs. Vermutlich liegt es daran, weil es auf Borneo keine Tiger mehr gibt. Orang-Utans bauen fast täglich Nester aus Blättern in dem Baum, den sie gerade bewohnen, um dort zu schlafen, und das machen sie besonders gerne und auch sehr ausgiebig. Das Zählen dieser Nester ist übrigens sehr hilfreich für die Bestandserhebung von Orang-Utans. Orang-Utans leben größtenteils als Einzelgänger, besonders die ausgewachsenen dominanten Männchen. Weibchen können sich zwischendurch auch mal mit anderen Weibchen zusammenschließen und gemeinsam einige Tage auf Futtersuche gehen. Nach Beobachtung sind die Orang-Utans auf Sumatra etwas geselliger als die auf Borneo, da diese auch schon häufiger in Gruppen beobachtet wurden. Am stärksten ist natürlich die Bindung zwischen Mutter und Jungtier. Orang-Utans sind nämlich die Menschenaffen, die am längsten bei ihren Müttern bleiben. Mit ca. 7 bis 8 Jahren werden die Jungtiere häufig erst entwöhnt. Der rote Riese ist ruhiger als andere Menschenaffen. Trotzdem haben die Männchen sehr auffällige und laute Rufe, um Konkurrenten fernzuhalten und natürlich Weibchen anzulocken. Die Rufe der Borneo-Orangs sind lauter und langgezogener, da sie einen größeren Kehlsack besitzen. Auffällig sind auch die Gesichtswülste der Männchen. Sie zeigen den Gesundheitsstatus des Männchen an, denn je größer die Gesichtswülste, desto fitter das Männchen und umso attraktiver für die Weibchen. Orang-Utans fressen überwiegend Früchte wie Feigen- und Dorianfrüchte. Dazu lassen sie sich aber auch Blätter und andere Pflanzenteile schmecken. Eher selten stehen auch mal Insekten, Vogeleier oder kleine Wirbeltiere auf dem Speiseplan. Orang-Utan spielen eine wichtige Schlüsselrolle in der Pflanzenverbreitung, deren Samen sie über den Kot ausscheiden. Wenn ein Baum abgeerntet ist, ziehen sie einfach auf den nächsten. Orang-Utans sind sehr kluge Tiere. Forscher haben verschiedenste Beobachtungen gemacht. Hier ein paar Beispiele. Die es noch nicht wussten, Menschenaffen können genauso wenig wie wir Menschen von Natur aus schwimmen. Deshalb, wenn ein Orang vor einem Tümpel steht, benutzt er Stöcke als Werkzeug, um die Wassertiefe zu testen. Ist das Wasser hüfttief, wird er noch durchwarten. Bei tieferem Wasser muss ich eine andere Lösung finden. Sie benutzen Blätter als Handschuhe, um sich vor stacheligen Früchten zu schützen, aber auch große Blätter werden als Sonnen- oder Regenschutz verwendet.
Sehr interessant sind auch die Menschennachahmungen, die bei ausgewilderten Orangs beobachtet wurden. Zum Beispiel pudern sie sich das Gesicht mit Holzspäne, was Menschen als Sonnenschutz benutzen. Oder sie bieten ihren Jungtieren Früchte in Tellern aus Kokoshälften an. Auch wenn Orang-Utans von den Menschenaffen die sind, die am entferntesten mit uns verwandt sind, ist ihre DNA mit fast 97% identisch mit der des Menschen. In der Wildnis erreichen die Orang-Utans ein Lebensalter von ca. 30 bis 40 Jahren. In Gefangenschaft werden sie sogar 50 bis 60 Jahre alt. Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN sind die Borneo-Orang-Utans genauso wie die anderen beiden Arten vom Aussterben bedroht. Das größte Problem liegt bei der Lebensraumzerstörung. Durch jahrzehntelange Abholzung der Regenwälder, um zum Beispiel Plantagen für Ölpalmen, Soja oder Kautschuk anzubauen. Oft findet man einzelne Tiere, die wie Schiffbrüchige ganz verwirrt durch die Motorsägengeräusche und halb verhungert sind. Ein weiteres Problem ist der illegale Haustierhandel. Oft werden die Orang-Utan-Mütter getötet, um ihre süßen Jungtiere aus ihrer Umgebung zu reißen und als Haustiere zu verkaufen. Leider ist auch Buschfleisch in einigen Teilen der Welt noch sehr beliebt. Und zwar nicht bei der armen Bevölkerung, nein, sondern bei denen, die es sich als Statussymbol leisten wollen, da Fleisch von exotischen Tieren sehr teuer und höchst illegal ist. Durch das Vordringen der Menschen in die Verbreitungsgebiete der Orang-Utans entstehen leider immer häufiger Wildtier-Mensch-Konflikte. Denn wenn Orangs hungrig sind, fressen sie gerne Früchte von Plantagen, weil es eine sehr leicht erreichbare Futterquelle ist. Die Bauern wollen ihre Ernte natürlich schützen und haben oftmals auch Angst vor Begegnungen mit den Tieren und töten sie in den häufigsten Fällen. Verschärft werden diese zahlreichen Faktoren durch die geringe Reproduktionsrate der Tiere, was es für den Artenschutz zu einer großen Herausforderung macht, die Zahlen der Orang-Utan-Population nach oben zu treiben. Cool. Hallo Rainer, schön, dass du uns heute triffst. Ja, hallo auch. Kannst du uns denn einmal die Orang-Utans, die hier im Alvetta zu leben, vorstellen? Wie viele habt ihr? Wie alt sind die? Wie heißen die? Das können wir gerne machen. Also wir haben hier eine Gruppe von 5 Borneo-Orang-Utans. Es gibt ja 3 Arten von Orangs und wir haben Borneo-Orang-Utans. Jetzt ist gerade auch die letzte reingekommen. Die können gerade im Moment beide Anlagen nutzen, weil es ist zumindest schön genug draußen, dass sie die frische Luft auch nutzen können. Über Nacht geht das allerdings nicht. Also dafür ist es noch zu kalt. Ganz links auf der Anlage ist Sari, das ist die Oma hier in der Gruppe, die wird dieses Jahr 51. Ursprünglich kam sie aus Berlin und ist halt zur Orangenhauseröffnung hier nach Münster umgezogen. Das ist jetzt, oh, das war im Jahr 2000, der ist noch richtig auf der Kette kriegt. Dann haben wir da Tammy, die wird dieses Jahr 40, die kam ursprünglich aus Duisburg. Dann hinten an der Wand entlang läuft gerade Mondi. Die wird dieses Jahr 22, die kommt ursprünglich aus Frankreich und ist gerade etwas nicht gut gelaunt. Bei Tammy ist das Gleiche. Ich glaube, beide mögen gerade den Kameramann gar nicht besonders. Woran siehst du das? Weil Tammy gesträubt ist und auch schon anfängt zu rufen. Oh. Ja. Also sie hat bei bestimmten Männern so ein bisschen Aversion. Entschuldigung. dann von Mondi, der Sohn, ist dann Miyagi. Muss dabei sagen, also wir haben den Namen nicht ausgesucht. Also meistens lassen wir das Mister weg und sagen nur Miyagi, weil es ein bisschen kürzer ist. Wie gesagt, das ist Mondis Sohn. Und dann ist da noch Mia. Auch wie Mister Miyagi hier im Zoo geboren. Nur ihre Mutter lebt leider nicht mehr. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Die war sehr schwer krank, wo man dann wirklich leider Gottes irgendwann sagen musste, wir müssen sie leider einschläfern. Ja. Okay. Du bist ja auch schon ein paar Jährchen hier im Zoo dabei. Ja. Hast du vielleicht eine Lieblingsgeschichte von den Orang-Utans, was dir so passiert ist oder was du beobachtet hast, was dich irgendwie besonders gefreut hat? Oder was du beeindruckend fandest? So. Also beeindruckend, jetzt nicht Lieblingsgeschichte, aber beeindruckend eben bei Sari, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder 4 Jahre her. Sie hat ja nun auch schon Methusalem-Alter. Das war zwar ein schleichender Prozess, aber auf einmal plötzlich wirklich beide Beine gar nicht mehr benutzen konnte. So, und wir sie mit Ach und Krach nach hinten gekriegt haben, hinter die Kulissen und erstmal komplett raus aus der Gruppe. Dann geht man natürlich nicht sofort hin, zack, in Narkose und mach und tu, sondern erstmal so knapp eine Woche mit Medikamenten was ausprobiert. Das half alles nichts. Also musste der Affe doch ins CT. Dabei ist dann festgestellt worden, dass sie im Lendenwirbelkanal
eine Spinalkanalstenose hatte, ja, dann muss man natürlich überlegen, oder die Tierärzte, was machen wir jetzt? So, Münster kann sich wirklich freuen, gute Verbindung zu Humanmedizin und auch der UKM zu haben. Die waren sofort bereit, mit ins Boot zu kommen und haben Sari hier vor Ort im Lendenwirbelbereich an der Geschichte operiert. Das ist ja auch nicht mal eben ohne. Nur dann danach, ja, was macht man mit so einem Affen? Menschen kann man sagen, du musst jetzt mal das oder das versuchen. Ja, wir haben dann hinter den Kulissen das Gehege, wo sie drin war, weil sie sich nur robben konnte, Seile so tief gespannt, dass sie sich ziehen konnte, immer ans Gitter gelockt, immer so versucht zu füttern, dass sie sich mit den Armen hochziehen musste und vor allen Dingen natürlich mit einem größeren Team immer wieder in Wochenabständen geguckt, können wir uns das weiter noch so angucken, ja oder nein. Und irgendwann auf einmal kommt man sehen, die kann wieder Zehen bewegen. Also Entscheidung verschoben. Und das war dann wirklich ein ganz langer Prozess. Sie hat dann auch auf Kommandos immer schön beide Füße gezeigt, dass wir da auch näher gucken konnten oder auch mal anfassen konnten, ne, ob da irgendwas kommt. Und dann kam das so wirklich langsam nach und nach, dass da auch wieder irgendwie in den Beinen sich was tat. Und wir haben sie immer wieder provoziert, ja, sich irgendwo hoch zu bewegen. Und so ungefähr nach einem halben Jahr ungefähr hat sie die Beine wieder so benutzen können, wir haben es dann Rollstuhlgang genannt, ne? Also dass sie sich dann so fortbewegt und haben gesagt, so, jetzt darfst du mal alleine auf die Anlage, einfach um ein bisschen gefordert zu werden. Also das war dann ein langsamer Prozess, bis sie dann wieder mit allen Gruppenmitgliedern zusammenlaufen konnte. Sie ist nicht so wie die anderen im Laufen, das ist schon ganz klar. Sie wird auch immer älter, das ist auch klar, aber das hat sich auf jeden Fall für das Tier und auch für uns gelohnt, wirklich das zu schieben und abzuwarten. Und ihr geht soweit ganz gut, dass sie noch gut mitlaufen und mitleben kann hier. Und bei Mondi ist es halt so, ja, unsere kleine, ich sag jetzt mal kleine Französin, also mir ist es schon besonders lieb, weil in Anführungsstrichen sie schon die intelligenteste, cleverste ist, die natürlich dann auch fordert. Man muss immer alles hier genau im Blick haben, wo könnte was nicht mehr ganz so astrein sein an Material, weil die probiert alles aus, die kriegt auch am ehesten alles mit, was man irgendwie abmontieren könnte oder auch dazu benutzen könnte, ja, vielleicht mal spazieren zu gehen. Das ist schon Stichwort zum nächsten Thema eigentlich, was ich sagen wollte, ob du ein paar Beispiele hast, weil Orang-Utans sind ja Menschenaffen, die auch sehr intelligent sind, ob du halt noch ein paar Beispiele nennen könntest, die hier vielleicht passiert sind. Ja, wie gesagt, Mondi, die hat immer alles genau im Blick, testet auch immer alles durch. So, und wir haben nun mal hier nicht nur draußen, sondern auch innen, in der Innenanlage, den Wassergraben. Ja. Also Affenpfleger finden Wassergräben nie besonders toll, weil alle Affen nicht schwimmen können. Aber sei es drum, wir haben ja schließlich auch die Otter hier als Untermieter. Aber falls mal doch der Fall der Fälle passiert, ist in dem Graben noch so eine Bausteinmatte und ein Seil an der Kante. So, nur Mondi hat es irgendwann auch schon ein paar Jahre her rausbekommen, oh, man könnte da ja mal ein bisschen was rausporkeln. Ja, und wenn ein Orang, auch wenn er noch so jung ist, also was die in zwei Fingern an Kraft haben, das haben wir vielleicht am Arm. So, sie hat auf jeden Fall es geschafft, so eine Matte aus dem Graben rauszureißen und auf die Anlage zu hieven. Das wirkte vielleicht im ersten Moment noch lustig. Ich habe nur gesagt, nee, wir müssen zusehen, dass der Affe das Ding loslässt, sich umsperren lässt. Und im nächsten Schritt stellt sie sich das an die Rückwand und versucht rauszukommen. So viel zum Thema Intelligenz. Ne? Und draußen auf der Außenanlage, deswegen hat es da an der großen Scheibe auf der Innenanlage, auf der Anlage nochmal Nachbesserung an den Scheiben gegeben. Da ist auch noch Stromgras hingekommen. Sie hat es wie auch immer hingekriegt mit einem Stein, weil das sind da draußen Kunstfelsen, ein Loch reinzukloppen. Nicht besonders groß, aber es reichte, um mit einer Hand reinzugreifen und sich höher als normal an dieser Wand hochzuziehen. Und das fand ich auch nicht komisch. Also ihr müsst auch immer dazulernen und euch weiterentwickeln, was die Haltung der Orangs angeht. Ganz klar, also gerade bei denen, also die zeigen immer, nichts ist unmöglich. Du hast ja gerade schon gesagt, dass man viel gegen die Langeweile tun muss bei den Menschenaffen. Ja. Kannst du mir da auch ein paar Beispiele nennen, was ihr so tagtäglich unternehmen müsst, damit die sich nicht langweilen? Also Punkt 1 ist natürlich, dass die Fütterung, soweit es geht, über den ganzen Tag bezogen werden. Also lieber kleine Fütterung und dafür öfter, so wie man es eben halt hinkriegt. Mhm.
Und dann halt, wenn man an die Anlagen drankommt, morgens, nachmittags, dass man dann die Beschäftigungstonnen mit Brei befüllt oder die Stocherkästen mit was Leckerem, was eben also wirklich dauert, bis sie das da raus haben. An losen Geschichten, wo man bei den Gorillas vielleicht ein bisschen mehr machen kann, weil die Anlagen zu sind, also zumindest drin, hier ist ja drinnen auch offen, ne? Also wenn ich denen zum Beispiel Rosinenhölzer reinmache, dann müssen die schon irgendwo festmontiert werden. Mhm. Wenn ich die da lose reinlege, weiß ich nicht, dann könnte es passieren, dass es vielleicht einen Besucher ausnockt. Mhm. Also deswegen, das macht es dann auch ein bisschen schwieriger, was kann ich an Beschäftigung machen. Da müssen dann schon, oder Papiersäcke oder Kartons, das geht auch. Kartons dürfen aber auch nicht zu groß und stabil sein, sonst kommen die auch wieder direkt auf blöde Gedanken. Ne? Ja. Also man muss schon jeden Tag immer wieder erneut gucken, was kann ich heute denen vielleicht mal bieten. Mhm. Nun gibt es ja leider kein Orangmännchen mehr. Jetzt ist Mr. Miyagi unterschlagen worden. Okay, Entschuldigung. Kein erwachsenes. Richtig, ja. Kein erwachsenes Männchen mehr. Ist denn in Planung, da ein neues Männchen zur Zucht zu holen? Oder? Also ich denke mal, dass das bestimmt in Planung ist. Und sowas wird ja dann über das EEP, Europäische Zuchtprogramm, mhm, koordiniert. Ich weiß da aber nichts Genaues, wann das angedacht ist oder woher der kommen wird oder keine Ahnung was. Ne? Ist auf jeden Fall, wenn dann der Tag X kommt, große Herausforderung. Ne? Neun, wir wissen ja nicht, wie alt er dann ist. Ne? Ich nehme jetzt mal an, erwachsenen Mann in so eine Gruppe einzugewöhnen. Das ist dann, weil jedes Zusammengewöhnen, neu zusammengewöhnen ist immer wieder, man kann keine kompletten Regeln erstellen. Immer wieder neu und immer wieder anders. Also wünschenswert wäre es natürlich, weil das ist ja noch nicht nächstes Jahr angedacht, dass Mr. Miyagi gehen muss, mhm, dass man das auch hinkriegt, dass das zwischen den Männchen noch harmoniert. Ne? Also Mr. Miyagi müsste dann auch bei der Geschlechtsreife quasi die Gruppe verlassen. Naja, was sagen wir mal, ich sage jetzt mal grob eine Zahl 10. Mhm. Na, weil gerade Orangs doch am längsten bei der Mama haben, die längste Mutter-Kind-Beziehung besteht und eigentlich, ich sage das mal so, wenn das erste Jungtier da ist und ungefähr so 8, 9 ist, erst das nächste kommt, aber der Kontakt immer noch besteht. Also die Bindung ist sehr lange. Mhm. Kann ich aber nachvollziehen, ist nur eine These von mir. Mhm. Bei Gorillas und Schimpansen ist das komplett anders. Da sind die Abstände zwischen Jungtieren noch viel kürzer. Bei Orangs ist es vielleicht deshalb so, dass da kann das Jungtier nur von der Mutter lernen, weil es ja doch mehr oder weniger Einzelgänger sind. Ne? Sehen wir hier im Hintergrund so kleine, süße, fietschende asiatische Zwergotter, genau, die hier mit den Orangs zusammenleben. Wieso sind die denn hier in einer WG? Nein, das hatte ursprünglich den Grund, also Vergesellschaftung da, wo es irgendwie machbar ist. Ne? Dass da Interaktionen stattfinden können zwischen den verschiedenen Tierarten. Und es belebt natürlich auch die Szenerie. Und gerade Orangs sind dafür bekannt, ja, vor allem wenn es dann noch weniger sind, dass sie gerne den ganzen Tag nur am Boden faul rumsitzen und gar nichts machen. Und dann hat man sich damals zu Anfang gedacht, also direkt die Idee mit den Ottern. Und bei den Ottern ist es so, dass wir hier 4 Otterweibchen haben. Also kein Männchen, weil wenn man mit den Ottern züchtet, ist es so, also man fängt normalerweise dann mit 1,1 an. Also es gibt dann eben dieses eine Weibchen, was immer den Nachwuchs hat. Nur die können bis zu 2-mal im Jahr Junge kriegen und das auch nicht nur 2. Also ist das schon schnell bei denen auch Karnickelzucht. Es bleibt aber nach wie vor immer nur das eine Weibchen, was Junge kriegt. Die anderen kümmern sich dann hinterher mit drum. Wie kann ich mir denn so eine Interaktion zwischen den Affen und den Ottern vorstellen? Also unsere Otter, das ist nicht überall der Fall in anderen Zoos, ne? Also normalerweise fressen die ja Fisch, Gehacktes, Küken, aber unsere Otter gehen auch gerne an Gemüse dran. Mhm. Gurke, rote Paprika und so weiter, ja? Und da die Orangs jetzt auch nicht unbedingt die größten Mengen bekommen, weil die ja, neigen schnell dazu, zu dick zu werden, dann kommen die Otter da futtertechnisch manchmal schon ins Gehege. Dann danke ich dir, dass du uns heute getroffen hast und uns die Tiere vorgestellt hast. Ja, und für euch, wenn es euch gefallen hat, wir müssen leider schon wieder aufhören. Ansonsten schaltet doch bald wieder ein zu Wildes Münster. Tschüss.